Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Diesmal hoffentlich mit Ton. Ich habe schon eine Folge wieder aufgenommen, allerdings mit ohne Ton. Ohne Kommentar, ohne Ton vom Spiel, ohne Ton. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich glaube, hoffentlich klappt es jetzt ein bisschen besser. Ich habe die Schatztruhe oben, die uns noch gefehlt hat, also auf der linken Seite von diesen Windmühlenrätsel, auch geholt, und aber da ist ein Azurband drin, das, keine Ahnung, das viel schwächer war als die jetzige Ausrüstung, die wir jetzt haben. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, lass das mal. Wie man das Rätsel gelöst hat, man muss einfach in der Mitte, dann oben links, unten rechts, unten links und oben rechts hingehen, und dann hat man das Ding. Jedenfalls gehen wir jetzt nach draußen. Ich kann diesen Ort nicht mehr sehen. Und gucken uns noch mal das ganze Zeug an, was ich schon kenne. Professor Rain, Colette ist wieder krank. Schon wieder. Oh nein, wir müssen sie sofort ausruhen lassen. Dann ist es an der Zeit, ein Lager aufzuschlagen. Ja, aber wenn das jedes Mal passiert, wenn sie einen Siegel bricht, hat Colette eine schwere Reise vor sich. Im Moment würde ich diese Symptome Engeltoxikose nennen. Colette, wie geht's dir? Hast du Schmerzen? Ich bin in Ordnung. Es wird schnell wieder vorbeigehen. Es tut mir leid, dass ich euch allen Sorgen mache. Okay, das reicht. Du darfst dich nie wieder entschuldigen, verstanden? Hihi, tut mir leid. Colette, bist du noch wach? Ich konnte nicht schlafen. Ach, wenn du dich besser fühlst, solltest du dich ausruhen. Da läuft er einfach eiskalt runter. Ich weiß, ich werde ein bisschen schlafen. Mach dir keine Sorgen. Aber gerade ist jetzt ebenfalls wach, siehst du? Ja, weil er freiwillig die Nachtwache übernommen hat. Aber du musst dich ausruhen. Okay. Okay, schlaf gut. Gute Nacht. Der träume schöne Träume für mich, Lloyd. Alles klar. Muss mal kurz mal gucken. Okay. So, dann gehen wir mal zurück nach Asgard. Ich weiß zum Glück in den nächsten paar Minuten, wo ich überleben muss. Langweilig. Was ist denn da? So, 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 犠牲になった人たちのことを忘れてねえよ。ならばいい。ごめん。つい。たった一つの過ちが全てを滅ぼすことにつながるかもしれん。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。So, dann mal, und die stellen sich genauso blöd hin wie letztes Mal. Okay. Wir müssen als erstes nach Asgard. Da bin ich auch nicht sofort hingegangen, aber naja. Weil ich es nicht gefunden habe wieder, ey. Ich habe so viele Probleme herauszufinden, wo ich hin muss in diesem Spiel. Nein, bin ich echt so blöd oder wird einem das echt nicht gesagt? Ja, wahrscheinlich taucht jetzt wieder einer hier auf. Nein, okay. Zumal ist einer direkt auf der Brücke aufgetaucht. Der hat mir den Weg versperrt, der Bastard. So, wo es aber nach Asgard schon wieder hingeht, das weiß ich nicht. Assassine mit sanften Augen. Boah. なんでコレットが邪魔になるんだよ。コレットが世界を再生するとみんな幸せになるんじゃねえのかよ。なんかおかしなこと言ってたよね。こちらでは苦しむ人々がいるとか。でも悪い人には見えなかったけど。お前な、自分を殺そうと狙ってきたんだぞ。そうだったね。でも本当に優しい目をしてたんだよ。 So言われるとそうだったような。いい加減にしろ。その甘さが命取りになるぞ。分かってるけどさ。Ihr werdet mich alle ins Grab bringen. Mein Gott, ey. Was ist denn mit Carlos auf einmal los? So, ich wollte mir nur mal angucken, was da ist, das Asgard ist oder dieser Pass. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist, wie ich da überhaupt hinkomme.
Ich glaube, wir müssen nach Asgard zum Wassertempel. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie wir da weiterkommen. Das, mein Gott, der stellt sich genau davor. Geht's eigentlich noch? So, Asgard. Nach Luin bin ich auch gegangen, da muss man nicht hin. Nach, okay, ich hab, bei Luin habe ich mich jetzt nicht so gründlich umgeschaut, aber im ersten Blick sah es nicht so aus, als müsste man da hin. Mana-Tempel, zum Mana-Turm, da konnten wir auch nicht weiter was machen. Diesen Teich, wo wir dieses Einhorn gefunden haben, konnten wir auch nichts machen. Und in der Design-Farm konnten wir auch nichts machen. In der Menschenfarm. In von Luin, Asgard, was weiß ich. Da konnten wir auch nichts machen. Also, ja, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt nichts hin müssen. Also ja. Hoin, alle miteinander. Wie war es in dem Balakuf-Mausoleum? Ein großer Erfolg. Der Elementargeist des Finns war dort, wie erwartet. Und die Säulenhieroglyphen von Balakuf sind ein präziser historischer Bericht, wie es scheint. Im Mausoleum waren Steintafeln mit weiten Darstellungen der Region. Und es geht los. Das wird etwas dauern. Nun, die Auserwählten haben Zutritt, deshalb ist es schwierig, weitere Nachforschungen anzustellen. Aber, Moment, könnte es sein, dass die Asgard-Druiden Martells Vermächtnis sind? Aus Kruxis? Das ist eine feurige Schlussfolgerung. Erstens gab es den Balakuf-Hof schon lange vor dem Alten Krieg. Das... Und Schlafmusik. Und das wäre eine kurze Zusammenfassung meiner Gedanken dazu. Fabelhaft. Bemerkenswerte Beobachtung, meine Liebe. Sie müssen nur durch weitere Nachforschung abschließend bestätigt werden. Ey. Oh, bitte. Darf ich helfen? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Vielen Dank, Lena. Endlich gehen wir. Hä? Oh, war sie wieder die ganze Nacht zugange? Ah. Manchmal fällt es mir schwer zu glauben, dass wir vom selben Blut sind. So. Und da habe ich noch da oben was entdeckt. Lass mich da hinten. Okay. Lass mich da hin. Hier. Nämlich hier. Bams. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich bringe euch ein Rezept bei, das das Herz von Jägern höher schlagen lässt. Fleischeintopf. Bams. Lernt jemand Fleischeintopf zubereitet. Fleischeintopf. Man nehme Fleisch und Seegras. Tschüss. Ich muss gehen. Mein Planet braucht mich. Okay. Gehen wir weiter. So, als nächstes müssen wir... Ich glaube nicht, dass das als... muss ist, was wir hier machen, aber... Die Cutscenes habe ich alle gemacht. Deswegen machen wir die jetzt auch. Weiß nicht, ob das irgendeinen Einfluss hat, aber was soll's. Das ist Colette, die Auserwählte, die die Welt retten wird. Ich verspreche, dass ich die Welt retten und jeden Frieden bringen werde. Wahnsinn, die Auserwählte ist sehr reif und entschlossen. Sie ist wahrlich göttlich, meinst du nicht auch? Oh ja, das ist sie. Hey! Sie geben immer noch vor, sie wären wir? Ich sagte, spendet für die Reise der Auserwählten. Bitte, wir brauchen die Unterstützung von euch allen. Verdammt, hört auf! Es reicht jetzt, ihr Betrüger! Was? Wen denn zu Betrüger? Es ist schon in Ordnung, Jim. Wenn wir die Reise zur Welterneuerung beendet haben, werden auch diese Leute verstehen, wo ist überhaupt der falsche Kratos? Die Auserwählte ist so mitfühlen. Hey du, sprich nicht so über die Auserwählte. Mark! Klappe, das sind Hochstapler, die die Regierung von Palma Costa betrogen und das Buch der Erneuerung entwendet haben. Ihr seid diejenigen, die wir mal in Palma Costa getroffen haben. Ihr dürft diejenigen, die unsere Retterin, die Auserwählte, beleidigen, keinen Glauben schenken. Genau, wie können sie die Auserwählte wie eine Betrügerin behandeln? Wartet alle zusammen, beruhigt euch und denkt doch mal einen Moment nach. Würde die mitfühlende Auserwählte die Welt retten, die die Welt retten soll, Geld von Leuten annehmen, die unter den Designs leiden müssen? Was? Sag nicht sowas!
Rain, du bist es. Bitte wartet. Rain weiß, die das Monster auf der Steinplattform erledigt hat. Diese Stadt sollte ihr dankbar sein. Sie würde nicht einfach Dinge erfinden. Jetzt, wo du es erwähnst, sie war auch die letzte Ritualtänzerin. Ach so, wenn ich jetzt mir so überlege, hängt sie. Dann sind die Auserwählten und ihre Gruppe Hochstapler? Das sieht nicht gut aus. Nicht hier weg hier. Ja. Nur. Ah. Na, Idiot, lass ihn hier. Großer Bruder. Schnappt ihn euch. Wartet, bitte hört auf. Geht's dir gut? Ich. Bist du verletzt? Mir geht's gut. Gibst du das Geld zurück, das du von den Leuten bekommen hast? Okay. Du darfst die Leute nicht mehr um ihr Geld betrügen. Bitte sag das den anderen auch. Ich werde nicht festgenommen? Nein, du kannst zu deinem großen Bruder. Seid ihr einverstanden? Also gut. Hab ich auch letztes Mal gemacht. Also gut. Mach, dass du wegkommst. Du bist freundlich, hübsch und eine nette Person. Ich liebe dich. Mag dich. Ich werde dich nicht vergessen. Tschüss. Hey, bitte, das ist euer Geld. Gut. Ich bin aber überrascht, dass ihr an diesen gefährlichen Zeiten in der Welt herumreist. Natürlich, weil unsere Colette die echte Auserwählte ist. Was? Möchtest du auch Geld von uns? Es spielt keine Rolle, wenn ihr es nicht glaubt. Seht euch das Juwel an ihrer Halskette an. Das ist das Juwel des Manas, das in allen Manuskripten beschrieben wird. Nur die echte Auserwählte kann es tragen. Das kann nicht sein. Dann ist dieses Mädchen die echte? Dann seid ihr die Begleiter der Auserwählten? Ja, so scheint es. Oh nein, wir haben es nicht gewusst, aber das ist keine Entschuldigung für unser unhöfliches Verhalten. Bitte kommt in mein Haus. Nein, das ist schon in Ordnung. Bitte, machen Sie sich keine Gedanken. Aber wir haben es eilig, unsere Reise zur Welterneuerung zu beenden. Aber wir freuen uns über Ihre Worte der Dankbarkeit. Dann übernachtet wenigstens hier. Wir werden ein Zimmer im Hotel Frische Brise reservieren. Sollen wir Ihre Gastfreundlichkeit für eine Nacht annehmen? Ja. Okay. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah. Bin wundert's. Okay, lass mich noch mal gucken hier. Wir haben das Siegel des Wassers. Da können wir mal versuchen hinzugehen. Die Queste, ja. All Siegel, das umfasst doch das hier. Da können wir nicht hin. Das Schlafen einmal können wir auch noch nicht irgendwie hier retten. Habe ich nachgeguckt, nachdem mein Turm hier erledigt habe. Wo ist der Hakunesa? Passt nochmal. Hakunesa Pass. Der rote ist da, wo ich bin, ne? Also ich muss irgendwo hier noch weiter rum. Weil ich muss wieder zum Siegel des Wassers zurück. Nehme ich an. Ist natürlich wieder ohne Gewehr. Wir müssen ja die Siegel alle hier. Ja. Aktivieren. Lass mich mal kurz gucken, du hast so ein Ding, ne? Also ja, hier. Lass sehen. Die Siegel, die wir noch finden müssen, sind Siegel des Wassers am Tod, am Tola Geysir. So unbekannte Siegel im Turm des Mana. Das waren alle. Okay, lass uns aufbrechen. Ja, gehen wir zum Tola Geysir, weil ich habe keine Ahnung, wie wir zum Ding ziehen sollen. Aber irgendwo ist so hier jemand, der uns. War nicht irgendjemand, der uns teleportieren konnte oder so? Okay, anscheinend nicht. Aber im Todlager konnten wir auch schon Cutscenes und so. Da ist uns ja unsere Assassinenfreundin auch hineingefolgt schon. Also nehme ich mal an. Wo bin ich da? Gott, ist das weit. Deswegen nehme ich mal an, wir müssen von da aus irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, was man da machen musste.
Hab doch versucht, alles Mögliche. Bin ich echt so blöde? Ich habe gedacht, da müssen wir noch nicht hin, aber anscheinend wird es immer offensichtlicher. Weil wenn wir das Wassersiegel aktivieren, dann können wir bestimmt auch irgendwie was mit dem Einhorn anfangen, weil die haben doch auch irgendwie was gesagt. Wenn wir das Wassersiegel oder das Wasser irgendwie manipulieren, dann kommen wir irgendwie zum Einhorn, wenn ich mich nicht irre. Also ja, entweder bin ich blöd oder mir wird echt nicht gesagt, wo ich hin muss. Ich tippe auf Ersteres. Weil ich bin manchmal schon ein bisschen blöd. Unglaublich blöd. So, lass mich raus. Dann versuchen wir uns nochmal am Wasser schreien. Pinky. So, so, ich glaube, ich muss eine Karte oder so, eine Fahrkarte holen. Ah, mein Ding. Okay. Ein bisschen gefährlich, aber auf die Weise darüber zu fahren, wo ich mir so überlege. Ah, das ist, glaube ich, ein Speicherpunkt. Ja, das sieht wichtig aus. Es waren also vor ungefähr 20 Jahren der Tolageysir, bla bla bla. Okay. Bob. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Unsere Assassinenfreundin ist uns ja auch hineingefolgt. Das heißt, irgendwie waren wir bestimmt schon da richtig. Wahrscheinlich sind wir jetzt schon viel zu spät hier, ne? Wir hätten schon viel früher hingehen sollen. Habe ich so das Gefühl. Ja. Wenn ich immer noch nicht hier weiterkomme, dann weiß ich echt nicht weiter. So, Mana-Ring zu Wasser. Wutsch. Dann versuchen wir uns nochmal hier, was auch immer wir hier machen müssen. Fackel ist aus. Was habe ich hier nochmal gemacht? Also ein Speicherding. Ein Thron. Okay, zünden wir erstmal die Dinger wieder an. Hier irgendwie rüber. Nö. Irgendwas muss man hier machen, ich bin mir fast sicher. Okay. Sieht so aus, als ob es brennen würde. Dann. Muss man hier was machen, ne? Was bringt uns das? Warte mal. Konnte man schon immer hier runterlaufen? Konnte man schon immer hier runterlaufen, ganz ehrlich? Boah, ich bin so... War ich da jetzt nicht runtergegangen? Oh mein Gott. Ich bin so behämmert. Ah. Aber die Gegner sind wahrscheinlich jetzt hier voller Pipifax, ne? Aqualaser. Oder auch nicht. Ei, ei, ei. Also war schon immer so, hat man darunter konnte. Ich habe das nicht gesehen beim ersten Mal oder was? Lightspear. Boah,
Okay, ich glaube, die sieht nicht so stark. Okay, kann mir einer sagen, warum man das Ding dann bitte schön aktivieren sollte? Anscheinend musste man halt nicht, ne? Boah, das habe ich beim ersten Mal übersehen. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Boah, einige haben sich bestimmt gedacht, boah, ist der blöde, als ich hier war. Was? Oh. Ich bestimmt genau, boah, ist der blöd. Guck mal, wie blöd der ist. Nein. Außer nur 31. Part. Ja, wahrscheinlich alles Mögliche schon vorher erkundigt. Da unten sehe ich Wasser, also müssen wir Wasser brauchen. Wir brauchen Wasser, wir müssen Wasser brauchen. Was ist das für ein Satz? Aber Fortschritt, das ist auch gut. Also etwas, ne? Alles klar. Okay, dann bewegen wir das Ding einfach mal. Haben wir, glaube ich, auch irgendwie runter geschmissen. Ah, ich verstehe. Platzieren hat dahin, damit die Tür nicht mehr zugeht. Bist du weg? Warum gehst du nicht runter, Mann? Hm. Proton, jawohl. Proton. 2-3. Ja. Ja, der war immer noch stark. Weil die sich heilen. Ist aber nicht nett. Okay. Eine Idee. Ich kann nicht mehr. Okay. Ich dachte, vielleicht muss man das Ding noch nicht zumachen. Mein Gott. Boah, Mann. Mein Gott. Ich muss mein Ding noch nicht zumachen und konnte trotzdem das Ding schon mal aktivieren. Ich bin irgendwie der Einzige, der immer TP-Knappheit hat. Warte mal, ich habe da so ein Ding, die ja für mehr Gegner, die ich erledige, bekomme ich mehr TP, ne? Kann ich vielleicht gebrauchen. Ja, 5%. Oh, ich möchte jetzt nicht in jeden zweiten Gegner hier reinrennen. Bin mir ziemlich sicher, wir sind hier ein bisschen zu spät. So. Ding jetzt wieder anmachen, ne? Die Flamme hier an. Habe ich einen Speicherkristall, den ich speichern kann? Könnte ich hier einen Schnitt machen bald? Jo, geil. Erstmal gucken wir mal, was ich erreiche. So, jetzt gehst du nicht mehr zu, ne? Bams, so geht das. Kann ich, wenn ich das Rätsel hier beendet habe, weitermachen. Ich könnte mir selber so eine kleben, ne? Dass ich das beim ersten Mal nicht gesehen habe. Oh. Weil ich nur Let's Plays geguckt habe, anstatt welche zu machen, habe ich irgendwie nie verstanden, wie einige Leute immer offensichtliche Sachen übersehen konnten. Da merke ich auf einmal, oh, ich mache ja auch so einen Mist. Verdammt. Ist doch kein Laser, das ist hier voll die Fontäne, was du hier schießt. Ist ja ein Water Demon Fang. Aqua Demon Fang. Demon Fang. Double Demon Fang. Folgst du jetzt mal? Danke. Okay. So, wir haben was erreicht. So. Einer. Wie du die einfach nicht vorbeikommst. Ne?
Okay, das ist ein guter Angriff, ja, von Kratos. Und ich verbrauche nicht zu viel TP, aber ich glaube schon. 84 noch. Ich werde immer noch dafür bald mal ein paar mehr Frontkämpfer bekommen. So, ich komme mit der TP vorbei an, geil. Gut. Dann weiß ich, wo ich als nächstes hin muss. Ist gut, wenn der offensichtliche Weg offensichtlich dargestellt wird. Will ich mich nie wieder darüber beschweren. Was hat der für ein Zeichen? Egal. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Schnitt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Auch wenn ich es diesmal übrigens aufgenommen. Tschüss.